Peter Howard Moore wurde am 19. September 1946 in Wales im Vereinigten Königreich geboren. Bekannt war er vor seiner Verhaftung als Man in Black. Er war Manager von mehreren Kinos. Zwischen September und Dezember 1995 erstach und verstümmelte er 5 Männer, seiner eigenen Aussage nach aus Spaß. Als er schließlich für diese Morde verhaftet wurde, wurde auch bekannt, dass Moore innerhalb von 2 Jahren mindestens 39 sexuelle Angriffe auf Männer begangen hatte. Im November 1996 wurde Moore zu lebenslanger Haft verurteilt, mit der ausdrücklichen Anordnung, dass er niemals entlassen werden darf. Während seiner Haft freundete er sich mit dem Serienmörder und Arzt Dr. Harold Shipman, genannt Dr. Death, an. Im Jahr 2008 wurde Moore noch einmal mitgeteilt, dass er nie wieder aus der Haft entlassen werden wird. Er zog daraufhin am 3. März 2011 vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Er versuchte die Aufhebung der lebenslangen Haftstrafe für alle zu erreichen. Erfolglos. Das Gericht argumentierte, solange es die Möglichkeit der Freilassung nach entsprechenden Prüfungen gibt, ist auch eine lebenslange Haft mit den Menschenrechten vereinbar. Dieser Beschluss wurde auch nach anderen Anträgen lebenslang Verurteilter mehrfach bestätigt. Es gab am 13. Oktober 2011 kurzzeitig die Falschmeldung, Moore sei in einem Krankenhaus verstorben. Er befindet sich allerdings weiterhin in Haft.